exklusives Kinoerleben in Radolfzell am Bodensee. Das Kino Universum zeigte als einziges im Umkreis von 100 Kilometern den Film Unsere Herzen Einklang. Zusammen mit etlichen Mitgliedern des gemischten Chor Radolfzell, mitten im Publikum drin. Selina Fritz erklärt, was da im Kino vor sich geht. Hier sind ganz viele hoffentlich singbegeisterte Menschen erschienen, um hoffentlich noch tolleren Film anzuschauen und auf den ich total gespannt bin. Und ich hoffe, sie freuen sich ähnlich wie auf den Film auch aufs gemeinsame Singen. Stichwort Film. Die Idee, Kinovorführung und reales Singen zusammenzuführen, die hat der Deutsche Chorverband Wirklichkeit werden lassen. In über 100 deutschen Städten sitzen etliche Chorsängerinnen mit im Kino Normalpublikum. Meine Idee war eigentlich heute Abend, dass man so einen kurzen Eindruck davon bekommt, wie schön gemeinsames Singen sein kann und was das auch für ein Glücksgefühl im besten Fall in einem hervorruft, wie man fröhlich wird, wie man entspannt, locker wird und einfach beschwingt in den Abend geht und dass man so ein Gefühl von Gemeinschaft und gemeinsamen Singen bekommt. Hallo, allein schon diese Bilder zeigen, dass Chorsingen Spaß machen kann, aber zum Beispiel auch Warmmachtraining und mehr benötigt. Ohne Spaß ist, glaube ich, kein Hobby, macht man kein Hobby gern und so ist ja das Chorsingen auch ein Hobby. Aber natürlich gehört Disziplin dazu, eine regelmäßige Probenbesuch, Aufmerksamkeit während der Probe, auch mal an was beißen, an was dran sein, Erfolgserlebnisse haben, wenn man dann zusammen oder auch für sich alleine was geschafft hat, einfach einen schönen Moment hatte. Ja, das gehört auch mit dazu. Freude und die gepaart mit großer Ernsthaftigkeit, das alles auf äußerst hohem Niveau, solches hat der Film aufgezeigt. Ob sich durchschnittliche deutsche Chormitglieder darin ein Stück wiederfinden konnten, das sei allerdings dahingestellt. Oh, Jena Rimbo. Ob Film, ob reale Chorsänger, eine Botschaft vermochte allerdings fast jeder dem Abend zu entnehmen. Singen Sie, weil es einfach so schön ist. Und wenn ich am Abend aus der Chorprobe rausgehe, obwohl es für mich ja Arbeit ist, geht es mir meistens einfach gut. Ich hatte oft einen schweren Tag und einen anstrengenden Tag und komme aus der Chorprobe raus und habe zwar gearbeitet und gemacht, aber es geht mir danach gut. Deswegen singen Sie.